Der eine sammelt Briefmarken, der andere Bierdeckel. Jeder hat so seine eigene Vorstellung von Freizeitgestaltung. Lars Uffelmann und sein Kollege sammeln Fische aus Leidenschaft. 7 Meter lang und 4 Meter breit ist das Aquarium, welches im Laufe der Zeit entstanden ist. Mit einer Wassertiefe von rund 2 Metern kommt das Becken auf rund 65.000 Liter, was einer Füllung von rund 430 Badewannen entspricht. Mit den noch im Haus aufgestellten Nebenbecken kommen noch mal rund 230 Wannenfüllungen hinzu, die ständig zwischen 29 und 30 Grad erreichen müssen, damit es den Tieren auch gut geht. Die große Scheibe muss natürlich den enormen Wasserdruck standhalten. Nicht umsonst ist hier eine extrem stabile Glaswand eingebaut worden. Also wir haben hier eine Scheibe, die ist 3 x 19 mm aufeinander geklebt, also kommen wir auf ca. 6 cm. Die Scheibe biegt sich ein ganz, ganz, ganz klein wenig nach außen, hat aber sonst gar keine Probleme. Falls eine dieser Scheiben reißen sollte, würden es die anderen zwei Scheiben auch noch halten. Jede Menge Fische befinden sich in dem Megabecken. 7 verschiedene Arten von Rochen, Salmer und Welse tummeln sich im Wasser. Was so schön und friedlich aussieht, hat auch jede Menge an Technik nötig. Ja, wir haben sehr viel Technik. Also es fängt an, dass wir einen Endlosbandfilter haben, der bei einer gewissen Grad des Verschmutzungs sich selbst reinigt. Dann kommt die biologische Aufbereitung natürlich, die mit viel Sauerstoff, die ohne Sauerstoff. Und dann wird das ganze Aquarium von ca. 100.000 Liter die Stunde Pumpen betrieben. Genau. Und natürlich auch beheizt. Wenn die Tiere auch einen friedlichen Eindruck vermitteln, Kuscheltiere sind sie sicher nicht. Wenn Lars Uffelmann das Becken reinigt, muss er zur Taucherausrüstung greifen. Den rund 2 Tonnen Sand bleibt er bewusst fern, denn ein dort eingegrabener Rochen könnte ihm schlimme Verletzungen zufügen. Die beiden Freunde betreiben hier eines der größten privaten Aquarien in Deutschland. Es gehört sicher jede Menge Durchhaltevermögen und Ausdauer dazu, ein solches Hobby auf Dauer zu betreiben.